die Programme in Irland, Portugal und Griechenland weiter finanzieren wird. Was die Rekapitalisierung der spanischen Banken anbelangt, da hat die FSF bereits im Juli gegeben für den Fall, dass eine frühe Rekapitalisierung notwendig gewesen wäre, was nicht der Fall gewesen ist, sodass wir jetzt dieses Verfahren beenden. Und das EFSF-Programm für die Rekapitalisierung der spanischen Banken übertragen in das ESM-Programm. Das heißt, wir arbeiten jetzt die entsprechenden rechtlichen Unterlagen aus, gemeinsam mit den spanischen Behörden. Und ich vertraue darauf und bin davon überzeugt, dass das alles rechtzeitig stehen wird und die Auszahlung Anfang Dezember erfolgen kann, wie der Vorsitzende bereits sagte. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Fragen? Bitte. Real News Griechenland. Herr Präsident Juncker, haben Sie gesagt, Sie erwarten die parlamentarischen Verfahren vor oder nach dem 20. November? Und eine Frage an Sie alle. Haben Sie darüber diskutiert, wie die Schuldenlast Griechenlands reduziert werden kann? Und machen Sie weiter mit dem DSA bzw. mit Anhebung der Schuldenobergrenze, Zinsbegünstigungen und so weiter bis 2020? Was Ihre erste Frage anbelangt, sagt Herr Juncker. Also die Regierungen, die müssen werden das parlamentarische Verfahren vor dem 20. November einleiten. Und werden wahrscheinlich, oder wir werden dann wahrscheinlich entweder in einer Telefonkonferenz oder nochmal physisch zusammentreten müssen vor November, um zu überprüfen, ob all diese Verfahren abgeschlossen worden sind. Was Ihre zweite Frage anbelangt, also die Finanzierung. Wir haben die Aussprache begonnen. Wir haben eine Reihe von Wegen angesprochen und geprüft, haben aber keine Entscheidungen gefällt. Da die nächste Sitzung die Fortsetzung unserer heutigen Sitzung sein wird, wollen wir im Laufe der kommenden Woche, nämlich am 20., wie ich Ihnen schon sagte, diese Frage abschließend behandeln. Wall Street Journal. Ich hätte eine Frage an Frau Lagarde. Die Glaubwürdigkeit des IWF nicht etwas überstrapaziert worden mit der Behauptung, dass Griechenland tragfähig ist ohne eine entsprechende Schuldenreduzierung. Denn ein großer Prozentsatz der Schulden befinden sich ja in den Händen offizieller Gläubiger. Und wenn dem so ist, wie wollen Sie da zurechtkommen ohne einen entsprechenden Haircut? Ja, ich kann eigentlich nur bestätigen, was Sie soeben gesagt haben über die staatlichen Schulden. Ich meine, PSI hatten wir ja schon Anfang des Jahres. Der Präsident der Eurogruppe sagte schon, dass alle Wege zur Senkung der griechischen Schulden geprüft worden sind, in den kommenden Tagen auch weiter geprüft werden. Und das ist der Weg, den wir beschreiten müssen, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit der griechischen Schulden auch gewährleistet ist. Ehrlich, Financial Times Deutschland, ist der Handel 20%? Die 120% als Obergrenze bleiben die weiterhin ihr Benchmark? Auch für 2020, 120% Verschuldung in Griechenland bis 2020. Bleiben Sie dabei? It is still the benchmark. Bleibt der Benchmark. Und es gibt eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass wir den Termin von 2020 auf 2022 aufschieben werden. Ich habe versucht, das so ein bisschen verschlüsselt und zurückhaltend zum Ausdruck zu bringen. 2022 wollte ich deutlich nochmal gesagt haben, auf Deutsch. Haben Sie eben gesagt, 2020 bis 2022? Sie haben es gesagt? Ah ja, auf Deutsch, sagt Herr Juncker, hätte er erst gesagt. Gut, eine Frage an Frau Lagarde. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten für die Erlangung der Tragfähigkeit der griechischen Schulden bis 2020 oder 2022. Können Sie uns etwas genauer sagen, wie sich der IWF das genau vorstellt?
Wie lautet der konkrete Vorschlag des IWF? Der Vorschlag, der heute in Europa auf den Tisch gelegt wurde, Frau Lagarde. Was in unseren Augen ausschlaggebend ist, und ist eben die Tragfähigkeit der griechischen Schulden. Und der entsprechende Zeitplan, der wäre folgender: bis 2020 120%. Es gibt dazu unterschiedliche Meinungen. Ausschlaggebend ist die Tragfähigkeit der griechischen Schulden, damit das Land wieder auf eigenen Füßen stehen kann und auch möglichst bald wieder auf den Privatmarkt stoßen kann. Und, Miss Lagarde. Herr Rehn, sind Sie denn so glücklich mit der Art und Weise, wie Zypern zurzeit die Gespräche mit der Troika führt? Sind Sie mit dem Tempo der Gespräche zufrieden? Und Frau Lagarde, sind Sie mit dem Bericht des Nachrichtendienstes einverstanden, der im Spiegel erschien, dass in Russland Geld zweifelhafter Herkunft über Nikosia hier geleitet wird, und hat das auch die Gespräche beeinträchtigt? Denn die Gespräche ziehen sich doch ziemlich hin. As regards Cyprus. Was Zypern angeht, über verschüttete Milch soll man nicht weinen. Also hätte vielleicht schon früher bei einem Memorandum eine Einigung erzielen können, aber denn die Wirtschafts- und Finanzlage in Zypern ist zugegeben schwierig. Aber so langsam kommen die Dinge voran. Und seit Freitag ist ja die EU-IWF-Troika wieder in Nikosia vor Ort, und das ist schon mal begrüßenswert. Und da wird man sich sicherlich demnächst auch auf ein MOU einigen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das noch in nächster Zeit hinkriegen. Ich lese keine deutschen Nachrichtenmagazine, schon gar nicht den Spiegel. Und der Bedarf bei der Rekapitalisierung der Banken, der wird ja zurzeit geprüft. Ende November, Anfang Dezember müsste der Umfang feststehen. Dann werden wir sehen, was gebraucht wird, was da für das Bankensystem in Zypern getan werden muss. Radio Española Ser. Herr Juncker, Sie sind schon fast bei einer Einigung über Griechenland gewesen, aber es hat dann doch nicht ganz gereicht. Also die Fristen sollten doch Ende des Monats schon auslaufen. War es dann doch nicht so dringend, sich über Zypern zu einigen? Ja, wir stehen kurz davor, und ich werde alles tun, dass die richtige Entscheidung in der richtigen Form auch am 20. November fällt. Alle Probleme, die am 16. November dann sich noch stellen, werden auch dann gelöst. Also ich kann nicht behaupten, dass es am 16. kein einziges Problem mehr geben wird. Bloomberg. Drei kurze Fragen. Jetzt also das Ziel 2022. Will man da immer noch die Schulden Griechenlands auf 120% heruntergedrückt haben, oder peilt man einen höheren Wert an? Sie sagen, mehrere Wege werden erkundet, wie man die Finanzierungslücke schließen kann. Gehört zu diesen Möglichkeiten auch OSI, oder dass die Gläubigerländer mehr Geld bereitstellen müssen für Griechenland? Und was soll eigentlich am 16. November passieren? Wie will da Griechenland praktisch seinen Schulden, seine Auflagenerfüllung praktisch nachweisen? Also das Ziel 120, das ist weiterhin aktuell. Wann es erreicht werden soll, ist ja gesagt worden, nicht 2020, sondern 2022. Das war dann wirklich kein Witz jetzt. Und was war die dritte Frage? Nein, das war nicht die zweite, sondern alle Wege würden erkundet.
Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben schon über einige Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen. Die Beteiligung des öffentlichen Sektors wird wohl nicht in Frage kommen. Wir werden andere Wege vorziehen. Also OSI, Official Sector Involvement, wird es wohl nicht geben. Die dritte Frage richtet sich sowieso an Olli. Aber Verin möchte zur ersten Frage etwas sagen, auf die Jean-Claude Juncker und Frau Lagarde schon geantwortet haben. Also wir arbeiten jetzt sehr intensiv und sehr konstruktiv in der Troika an der Vorlage unseres Berichts über den Finanzierungsbedarf und die Schuldennachhaltigkeit, Verschuldungsnachhaltigkeit. Und am 20. November soll die Entscheidung fällen, die Entscheidung fallen. Dann 16. November würde Griechenland über die Fiscal Cliffs stürzen. Also da wird es eine Lösung dafür geben. Am 16. November, das ist ja jetzt schon am Freitag, wird die Republik Griechenland 3,4 Milliarden Euro an Staatspapieren, an Treasury Bills einlösen müssen. Das waren die, die im August begeben worden waren. Ja, wie schaffen die Griechen das? Ganz unabhängig davon, ob die griechischen Banken jetzt aus dem Eurosystem ELA-Hilfe bekommen gegen diese T-Bills, die am Freitag versteigert werden, werden die griechischen Banken aber trotzdem sich an der Auktion beteiligen können, an der Auktion. Und da wird ein Rollover dieser Treasury-Bills Geldmarktpapiere erfolgen. Die Cash-Situation im griechischen Bankensektor hat sich ein bisschen verbessert, aber immerhin im Vergleich zu August. Die Einlagen in den griechischen Banken haben sich wieder ein bisschen verbessert. Es ist ja wieder ein bisschen Stabilität nach den Wahlen im Juni eingetreten. Und die Banken in Griechenland haben außerdem noch weitere Sicherheiten, die annehmbar sind, die für die Geldaufnahme in Frage kommen. Deshalb werden die Banken sich wahrscheinlich an der an dem Tender beteiligen, an dieser Versteigerung. Deshalb wird das Rollover der T-Bills wahrscheinlich klappen und der Absturz über die